Guten Morgen, mein Name ist Katrin Lutz und ich betreue hier das Talk-Programm der Art Cologne vor Ort. Vielen Dank, dass Sie schon so zahlreich erschienen sind. Ich begrüße hier an dieser Stelle auch wieder unsere zahlreichen, wie wir festgestellt haben, wirklich zahlreichen Besucher und unserer Talks im Internet, die seit gestern das Streaming verfolgen. Und ich, bevor ich jetzt übergebe an unsere erste Runde des Tages, nämlich den Partner der Art Cologne Artsy, die heute hier Fragen des Online-Sammelns diskutieren wird. Ihr stellt euch sicherlich gleich selbst vor. Wollte ich nur an dieser Stelle auch noch einmal dem gesamten Team hier Dank aussprechen, der Art Cologne, vor allem Pia Dont, mit der ich das hier alles organisieren durfte, und natürlich auf der technischen Seite Vernissage TV und Neumann und genau, auf jeden Fall Dank nochmal ans Team an dieser Stelle, und damit übergebe ich jetzt. Alles klar, vielen Dank Katrin und herzlich willkommen auch von meiner Seite zum Artsy Talk zur Zukunft des Online-Sammelns. Ich bin Marc Kellermann, der Host heute. Ich arbeite bei Artsy als Account Executive mit Galerien in der Dachregion und Kontinentaleuropa an ihrer Online-Strategie. Für die, die Artsy vielleicht nicht kennen, wir sind ein Online-Kunst-Marktplatz mit knapp 30.000 Sammlern jeden Monat, über 2 Millionen Usern aus über 190 Ländern. Und ja, heute sprechen wir über Online-Sammeln zusammen mit Daniel Hagemeyer von der Galerie Sakile und Mi und Michael Kaufmann von Ernst Hilger in Wien. Wollt ihr euch auch noch kurz vorstellen? Ja, hallo. Ich fange einfach an. Ich bin Daniel Hagemeyer. Wir haben, oder meine Frau und ich, haben vor 3 Jahren eine Galerie in Frankfurt gegründet. Fokus liegt speziell auf zeitgenössischer Kunst aus Afrika und der Diaspora. Hintergrund so ein bisschen dabei ist, dass meine Frau ihre Doktorarbeit zu dem Thema geschrieben hat, Künstler aus Afrika und der Diaspora interviewt hat und sich daraus das Konzept der Galerie entwickelt hat. Und wir sind bei Artsy, deshalb sind wir sozusagen hier. Wir sind als Aussteller bei der Cologne Fine Art. Genau, und ich freue mich sozusagen auf den Talk. Grüß Gott, mein Name ist Kaufmann Michael. Ich bin der Direktor der Galerie Ernst Hilger. Wir sind sozusagen das Pendant zu ihm. Wir feiern heuer unser 50-jähriges Jubiläum. Ich bin seit 10 Jahren der Direktor der Galerie. Wir sind spezialisiert, wir haben 2 Departments, wir haben einerseits, wir nennen es Modern Art, also wo wir mit österreichischen Post-War-Kunst sehr intensiv tätig sind, aber auch ein Contemporary Department, wo wir ein internationales Contemporary-Programm führen von Künstlern aus El Salvador, Japan, Südafrika, also ganz international. Und wir sind auch bei Artsy. Ja, vielen Dank an euch beide. Vielleicht erstes Thema, und ich glaube, das hat so auch den Kunstmarkt online zumindest relativ schnell wachsen lassen, die Pandemie. Aus eurer persönlichen Sicht, was hat sich so im Führen einer Galerie in Zeiten der Pandemie verändert? Naja, dadurch, dass wir dieses physische Erlebnis nicht mehr liefern konnten, mussten wir einfach neue Strategien finden. Natürlich eben online, aber auch eben über Instagram oder Facebook auch direkte Kontakte, eben Online-Kontakte mit den Sammlern aufgebaut, mit denen Videoführungen gemacht, virtuelle Ausstellungen zusammengestellt, auch 360-Grad Ausstellungsviews. Also wir mussten einfach kreativ sein, um den Kunden und Sammlern einfach dieses Erlebnis irgendwie ihnen auf den Bildschirm zu bringen. Genau, und bei uns ist so ein bisschen ähnlich, also dadurch, wie ich gesagt habe, dass wir erst noch eine junge Galerie sind, war digital vielleicht bei uns immer schon ein Fokus oder von Anfang an, auch mit dem Hintergrund der Kunst, die wir zeigen, also viele Künstler, die in Deutschland noch nicht so viel gezeigt wurden, dementsprechend dann Kunstinteressierten vielleicht auch noch neu waren, gerade auch für Sammler, und dementsprechend waren viele der Interaktionen, die wir hatten, von vornherein international und liefen dann digital ab. Und das hat sich dann quasi in der Pandemie in einer gewissen Art und Weise noch verstärkt, und wir haben dann dementsprechend versucht, die Pläne oder die Ideen, die wir hatten, für wie wir digital Kunst zeigen können, dann
dann etwas zu verschnellern und manche Projekte vorzuziehen oder nochmal neu anzugehen. Und so ist es bei uns auch. Also alles, was du gesagt hast, kann ich so unterstreichen. Gerade auch digitale Führung. Wir machen das auch gerne über Video, dass man mit den Leuten spricht, dass man so ein bisschen den Charakter eines Galeriebesuchs nochmal nachstellen kann online. Ist bei uns ganz genauso, ja. Ihr habt schon beide, glaube ich, einige Sachen angesprochen, so als Tools, die man inzwischen online nutzt, 360-Grad-Ausstellungen, viele Galerien, auch verstärkt darauf gesetzt. Was waren aus eurer persönlichen Sicht so die erfolgreichsten Strategien und Tools, die ihr genutzt habt, um Sammler zu engagieren, gerade auch im Online-Bereich? Also ich finde halt, Artsy ist halt durch die Decke gegangen, durch diesen digitalen Push. Es ist halt, wir kriegen da halt Anfragen aus der ganzen Welt, die nie nach Wien kommen würden. Und wir müssen dann halt schauen, dass wir sie auch überzeugen. Was eben viele glauben, dass der Online-Market ist ein Easy-Market, das würde ich nicht unterstreichen, weil es doch einfach die Vergleichbarkeit so sehr, sehr transparent ist. Und es gibt dann halt, wenn man größere Namen hat und Editionen wie zum Beispiel von Alex Katz oder so, dann fragen die bei dir an und fragen aber bei drei anderen Galerien, die auch diese Edition führen, und dann wird halt, sagen die so, ja, also die andere Galerie gibt mir einen besseren Preis, und da muss man dann auch manchmal wirklich die Schranken ziehen und sagen so, ja, das ist jetzt mein bester Preis, wenn Sie es nicht bei mir kaufen wollen, dann gehen Sie bitte zu einer anderen Galerie, weil wir einfach diese Marktpreisregulierung einfach schon behalten wollen und nicht für 10 Euro Gewinn alles verkaufen wollen. Ja, also bei uns sozusagen, um kurz das vorwegzunehmen, was das wichtigste Tool für uns war wir wirklich versuchen, den Offline-Kontakt, den man normalerweise vielleicht hätte, dann irgendwie digital nachzubilden in einer gewissen Art und Weise. Also ich vergleiche unsere Erfahrung bei Artsy oder auch anderen Online-Interaktionen so ein bisschen in einer gewissen Art und Weise wie bei einer Messe. Also man ist da, es kommen viele Leute auch vorbei, es gibt viele Anfragen, viele Fragen, man antwortet, man kriegt dann keine Rückmeldung mehr, so wie auf einer Messe jemand vorbeikommt, vielleicht sagt, können Sie mir zu dem Künstler was sagen, können Sie mir was zu dem Preis sagen, können Sie mir was zum Hintergrund Ihrer Galerie sagen und dann sagen, ja, spannend, und dann weitergehen. Und so ein bisschen ist das online für uns auch. Was uns sehr geholfen hat, ist dann halt versuchen, in einer gewissen Art und Weise die Interaktion dann doch so zu simulieren, als ob sie im echten Leben stattfinden würde. Das, was ich vorhin angesprochen hatte, gerade mit Videotouren. Also was wir versuchen dann zu machen, ist, dass wir Leuten anbieten, wir haben eine Ausstellung, die läuft jetzt, sie können sich einen Slot buchen für eine Stunde. Und das macht dann vor allen Dingen meine Frau. Und sie führt sie quasi durch die Ausstellung durch. So, klar, es ist dann im Display. Es ist nicht so, als ob sie vor Ort sind, aber es gibt dann trotzdem vielleicht ein bisschen mehr ein Gefühl, als ein Online-Viewing-Room oder eine 3D-Tour so geben kann. Für uns ist es immer so die Kombination aus verschiedenen Aspekten, je nachdem, wie der entsprechende Besucher, Besucherin es auch erleben möchte, lieber alleine oder lieber in der Konversation, versuchen wir halt unterschiedliche Sachen anzubieten. Genau. Und das ist so für uns das sicherlich auch das, was am besten das Feedback gegeben hat, je nachdem, wie viel Interaktion der Kunde haben möchte oder der Besucher, versuchen wir das dann auch anzubieten. Ja. Ja. Was ich sehr, sehr spannend finde und was du jetzt gerade auch so ein bisschen angeschnitten hast, ist so dieses hybride Modell, dass man versucht, Sachen nicht nur online zu halten, sondern mit dem Online das Offline zu verbinden, Ausstellungen zu haben, aber über das Online-Geschehen wirklich auch das Ganze zu promoten. Gibt es da von deiner Perspektive auch irgendwie was hinzuzufügen, wie ihr das Ganze verbindet, online, offline und nicht nur so beides separat zu sehen, wie zwei verschiedene Silos? Ich glaube halt, dass man eine Galerie jetzt nicht als reines Handelsunternehmen sehen kann. Also wir sind kein Webshop, wir sind kein Dings. Wir schaffen Erlebnisse, bin ich der Meinung. Und da muss man einfach halt durch diese Situation, dass es nicht Offline-Möglichkeit, einfach wirklich dann kreativ sein. Es geht ja nicht nur darum, dass man ein Kunstwerk kauft, man kauft ja auch teilweise die Story dazu vom Künstler und wo das schon gehangen ist und welche Sammlungen. Man muss halt einfach wirklich ein Gesamtpaket schnüren, und das ist halt auch, wie du sagst,
von Sammlerinnen zu Sammlerinnen einfach unterschiedlich. Es gibt halt die eher auf den harten Facts unterwegs sind, es gibt die das eher auf der emotionalen Seite erleben wollen, und da muss man dann halt einfach wirklich die passende Strategie finden, wie man einfach der Sammlerin oder den Sammler einfach das Erlebnis liefert, dass es dann auch zum Kaufentscheid kommt. Das, was ich vielleicht noch dazu sagen würde, ist für uns ein großer Unterschied zwischen, gerade auch bei Messen im echten Leben und online, ist das, was wir jetzt so von der Erfahrung hatten, ist, dass es wenig Leute gibt, die sozusagen spontan online kaufen. Also online ist viel für uns die Erfahrung, dass man sich damit beschäftigt, auch in Anführungsstrichen lange schwanger geht mit Entscheidungen, verschiedene Künstler auch vergleicht, wie du es auch vorhin gesagt hattest, mit verschiedenen Preisen vergleicht, sich verschiedene Galerien anguckt, und das ist so ein bisschen ein großer Unterschied dann für uns zur Messeerfahrung oder auch in der Galerie, wo vielleicht dann schneller eine spontane Entscheidung, wenn es jetzt um den Kauf geht, zustande kommt. Genau, das noch so als kleiner. Ich glaube halt, dass da wirklich einfach sozusagen dadurch, dass du ja sehr junge, jetzt nicht etablierte Künstlerinnen führst. Es ist einfach, Blue Chips verkaufen sich einfach. Die gehen und das passt. Aber junge, eben nicht etablierte Künstlerinnen zu verkaufen oder in gute Sammlungen zu platzieren, das ist wirklich dann die Aufgabe der Galerie und die Herausforderung, die uns ja Gott sei Dank Spaß macht. Ja, klar. Und wie gehst du da am besten ran? Gerade auch eher nicht etablierte und junge Künstler zu promoten, gerade im Online-Bereich? Online ist es wirklich schwieriger, junge, unetablierte Künstler und Künstlerinnen zu promoten. Wir machen das halt schon mit Viewing Rooms und dass man schon von Haus aus ein bisschen mehr also Informationen über die Künstlerin oder den Künstler bekommt. Und dann ist es einfach wirklich aus meiner Erfahrung einfach wirklich von Sammlerin zu Sammlerin unterschiedlich. Wie gesagt, wie ich vorher erwähnt habe, manche wollen halt dann die ganzen Facts haben, welche Biennale-Teilnahmen, welche Museen schon angekauft haben, und andere wollen einfach die Geschichte hinter dem Bild oder der Skulptur, dem Kunstwerk kennenlernen. Und wo wir dann versuchen, auch einfach den Kontakt zwischen Sammlerin und Sammler und Künstlerin und Künstler zusammenzubringen, damit die wirklich einfach auch einmal erfahren, wer hinter dieser Arbeit steht. Genau, also ich glaube, gerade im zeitgenössischen Bereich ist das sicherlich immer mehr der Fall, dass es im Grunde eine Dreierbeziehung ist zwischen der Galerie oder dem Kunsthandel und dem Künstler und Künstlerin und den potenziellen Sammlern und Sammlerinnen. Also diese Doppelbeziehung im Grunde Galerie und Sammler und der Kauf wird immer mehr aufgeweicht, und immer mehr ist auch die Interaktion mit dem Künstler und der Künstlerin dann ganz entscheidend. Und gerade bei Künstlern, die man halt noch nicht so kennt. Also wir versuchen das dann, bei einer Messe kann man sagen, man zeigt eine Einzelpräsentation von einer neuen Künstlerin, ist dann auch mit am Stand. Die Interaktion gibt es dann auch dort, das Gespräch, um noch, wir sagen mal, wenn die Künstlerin, der Künstler kann am besten über die Kunst erzählen. Also alles, was wir sagen, ist ja am Ende dann schon zweite Hand. Und das versuchen wir natürlich dann auch online über Artist Talks, wo natürlich Q&A dann auch eine wichtige Rolle spielt. Also das dann durchaus auch versuchen mit einzubringen. Also genau, das ist immer wichtig, alles, was man vielleicht so in der Galerie normal machen würde, möglichst vielseitig auch online dann wieder anzubieten. Genau, und bei Anfragen, also wenn wir über Artsy Anfragen bekommen, geht es halt dann erstmal damit los, dass die Anfragerin dann eine lange Liste bekommt, in dem Sinne von mehreren Paragraphen Hintergrund zu dem Künstler, der Künstlerin, dass man erstmal so das Gespräch schon mal angefangen hat und dann auch ein Gefühl dafür bekommt, ob dann weiteres Interesse da ist oder ob es am Ende nur um den Preis oder die Transaktion geht. Und für uns ist es dann durchaus wichtig, dass das Interesse auch an dem Künstler oder der Künstlerin selbst und den Arbeiten ist. Ja. Ja, etwas, was ihr beide eigentlich auch schon angesprochen habt, ist so ein bisschen die Anonymität. Also die Bedürfnisse sind sehr, sehr unterschiedlich bei Sammlern. Du hast gerade schon gesagt, manche wollen wirklich nur die Hard Facts, manche wollen die ganze Geschichte bekommen, aber
bei einer Anfrage, prinzipiell weiß man von Anfang an ja noch nicht so genau, was ein Sammler überhaupt möchte. Wie geht ihr da ran? Welche Strategien nutzt ihr, um wirklich Sammler besser kennenzulernen und auch langfristig Beziehungen aufzubauen mit Sammlern? Also bei uns ist es erstmal so, im Grunde egal, welche Anfrage kommt, jeder kriegt die gleichen Informationen, wir sind gleich transparent, gleich offen, also wir machen das genauso in der Galerie. Jeder, der in die Galerie reinkommt und möchte, dass wir durch die Ausstellung führen, bekommt das. Wir wollen jetzt nicht sozusagen schon im Voraus sortieren und sagen, es gibt nur die Anfragen, wo wir antworten, oder nur artsy confirmed buyers kriegen eine Antwort oder erstmal ist jeder sozusagen willkommen, und dann hängt es sehr davon ab, wie die Rückmeldung ist. Also es gibt dann genug Anfragen, wo gar nichts passiert oder wo nur eine kurze Rückmeldung kommt, und dann gehen wir natürlich darauf ein. Aber wir versuchen natürlich, die andere Person dadurch kennenzulernen, dass wir erstmal ein breites Angebot machen, was man machen kann, wie man mit uns interagieren kann und der Kunst. Genau. Und dann ist es demjenigen überlassen, das dann entsprechend weiter auszuführen oder halt auch nicht. Genau. Ja, ich kann da nicht viel dazu geben. Also ich bin da deiner Meinung. Es ist halt im Offline-Betrieb, wenn man einer Person gegenübersteht, dann fühlt man halt schon ein bisschen was. Und das ist halt teilweise das Schwierige am Online, dass du halt mit einem Namen oder mit einer Stadt was anfangen musst und ja, irgendwie keine Reaktion siehst. Also ich glaube, dass wir immer noch, und das sehe ich hier an den Rückmeldungen von den Menschen, die einfach sagen, es ist so schön, sich wieder mal Kunst live anzusehen und mit Menschen darüber zu reden. Das wird, glaube ich, nie wegfallen. Also online ist notwendig und gibt einfach Chancen, wirklich auch weltweit zu agieren. Das, was eben offline nicht möglich wäre, weil ich könnte nicht durchgehend irgendwie im Flugzeug sitzen und von Sammler zu Sammler in der Welt herumchatten. Aber am Ende kommt es dann doch immer noch auf dieses persönliche Gespräch, auf die persönliche Situation an. Also wir hatten dann halt nach dem ersten Lockdown halt wirklich viele Kunden, die wir in den Lockdowns online betreut haben, die dann, sobald der Flugzeug geflogen ist oder der Zug wieder gefahren ist, einfach nach Wien gekommen sind und haben gesagt, so, okay, ich finde die Arbeit toll, aber ich möchte sie jetzt doch noch einmal vorher im Live sehen. Also das habe ich schon oft gehabt jetzt dann. Also. Und das ist bei uns auch so. Also absolut, dass Leute sich online informieren, aber die Arbeit dann nochmal live sehen. Und da das, was wir vorhin so ein bisschen angeschnitten hatten, gerade im zeitgenössischen Bereich dann natürlich, wenn man mit den Künstlern direkt zusammenarbeitet, auch dann, wir haben Künstler in London, in New York, Kunden dann entsprechend in den Städten, da können wir dann schwer dann dazukommen, aber durchaus dann halt auch die Möglichkeit bieten, dass der Interessent direkt bei der Künstlerin, bei dem Künstler im Atelier vorbeischauen kann, sich die Arbeiten dort live anschauen kann, wo dann vielleicht nicht so die Galerie-Experience da ist, aber man das halt dadurch ersetzt, dass es vielleicht noch viel intimer ist, dass man mit dem Künstler oder der Künstlerin dann halt direkt sprechen kann und sich Arbeiten so anschauen kann. Also da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten, wie man diesen Gap zwischen Online und Offline dann verbinden kann, indem man halt andere Offline-Experiences anbietet, die dann vielleicht jetzt gerade in der aktuellen Situation einfacher umzusetzen sind, weil es halt nicht für eine große Gruppe ist, sondern für einzelne Personen. Ja. Was sind so Dinge, die euch persönlich am meisten überrascht haben in Zeiten der Pandemie? Gibt es da vielleicht so ein paar Erlebnisse, die ihr hattet, die von Sammlerseite vielleicht auch? Also ich muss sagen, ich war selbst überrascht, wie stark der Wiener Markt ist. Also wir haben jahrelang wirklich uns eher auf die internationalen Märkte, Amerika, Frankreich, Großbritannien, Asien spezialisiert gehabt oder unseren Fokus gesehen, und das ist halt dann weggebrochen, und es war einfach bei uns wirklich, dass die Wiener auch gekommen sind und gekauft haben, und aber auch mit dem Gedanken, dass wir sie uns unterstützen, weil sie einfach eine lebhafte Kunstszene in der Stadt einfach schätzen und so uns einfach wirklich teilweise über Wasser gehalten haben und einfach gesagt haben, so, es kann nicht sein, dass wir jetzt, wir müssen jetzt einfach euch Galerien einfach unterstützen.
Und das war eigentlich sehr schön, also dass wirklich Leute kommen und sagen so, hey, ich wollte schon immer was kaufen, jetzt mache ich es auch einmal. Es war halt natürlich, viele sind im Homeoffice gesessen und haben dann einmal gesehen, oh, da ist noch eigentlich eine leere Wand. Viele Reisebudgets wurden nicht verbraucht und sind dann in Kunst umgeschichtet worden. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war. Am Anfang war es für uns schwierig, also alles andere, wenn ich war, gerade als es dann losging letztes Jahr, also so März, April, Mai, war es für uns erstmal sehr ruhig. Dann hat es aber ganz gut gegriffen und da war dann online für uns halt wahnsinnig wichtig. Also ich gebe zu, für das Programm, was wir machen und für die Künstler, die wir zeigen, ist es, ich sage, wir sind in Frankfurt, also in Frankfurt, aber auch in Deutschland noch ein sehr junger Markt und durchaus auch schwierig, jetzt nur von deutschen Sammlern zu leben, was jetzt die Verkäufe angeht. Da ist für uns international ganz wichtig und deshalb ist das geht halt in erster Linie nur online. Es hat mich aber trotzdem überrascht, wie viel so nach dem ersten Schock, so ein bisschen wie man das an der Börse gesehen hat, wo es runterging und dann direkt wieder hoch. Und so ein bisschen war bei uns durchaus auch die Erfahrung, dass erstmal war der Schock da, aber dann hatten die Leute durchaus eine ganz andere Offenheit damit, sich mit Kunst online erstmal auseinanderzusetzen. Auch eine ganz neue Offenheit, dann junge Künstler kennenzulernen. Also das war bei uns absolut die Erfahrung, dass es nicht so war, dass nur bekannte Namen nachgefragt wurden, was vielleicht vorher eher so der Fall war, sondern Leute dann eine ganz andere Offenheit hatten, auch neue Künstler zu entdecken online, ohne dass man die entsprechenden Arbeiten vorher schon mal im echten Leben gesehen hat. Und das hat mich durchaus überrascht, wie schnell es dann durchaus gegangen ist, dass Leute einen ganz anderen Komfort, eine ganz andere Vertrautheit mit Online-Kunst erfahren hatten. Aber natürlich sich jetzt auch wieder freuen, es dann im echten Leben oder in live zu sehen. Genau. Etwas, was du vorhin schon angeschnitten hattest, Michael, war so ein bisschen die Transparenz. Also wenn man sich das mal vorstellt, man geht auf Artsy, man sucht einen bestimmten Künstler, Bluechip oder nicht. Es gibt 4, 5 Galerien teilweise, die den gleichen Künstler repräsentieren oder zumindest verkaufen. Und man hat dort deutlich mehr Transparenz, als man das vielleicht vor 10 Jahren hatte. Siehst du dadurch ausschließlich Nachteile oder hat das auch Vorteile für die Galerie oder zumindest für die Sammlerseite? Also für die Sammlerseite sicherlich, für die Galerie ist es war halt früher einfach, wie es online noch nicht so direkt mit Preisen und Kaufoptionen gegeben hat, halt doch easier. Also, aber ich finde halt diese Transparenz auch nicht schlecht, also wenn man einfach wirklich sieht, es schützt die Sammler vor, es gibt ja doch auch ein paar schwarze Schafe in unserem Bereich, eben die dann wirklich Preise verlangen, die einfach jenseits von dem ist, was die Künstlerin oder der Künstler am Markt erzielt. Und das ist ein guter Schutz und die Transparenz finde ich schon ganz gut. Also. Ja. Kann ich nur so unterstreichen, ja. Also für uns war es auch so, gut, wir haben jetzt nur die 3 Jahre, bei mir persönlich Hintergrund, mein Vater hat seit 40 Jahren einen Kunsthandel in Frankfurt und stellt seit 20 Jahren bei Messen aus und war auch auf Messen immer schon der Fall, dass er möglichst viele Informationen transparent gezeigt hat, also beispielsweise jetzt auf der Messe dann Preise rangeschrieben hat. Das ist halt nicht dieses erstmal vielleicht auch etwas abschreckende Beispiel gab, dass zum Teil an Bildern kein Preis dranhängt, zum Teil gar kein Schild dranhängt und eine gewisse Erwartungshaltung. Entweder man weiß, wer es ist oder man muss gar nicht erst fragen. Und so haben wir das auch übernommen. Also bei uns ist auch das transparent. Wir haben es in gewisser Weise ein bisschen umgekehrt, dass wir online erstmal Preise nicht dran schreiben, aber weniger der Hintergrund ist, weil wir andere Preise haben als andere Galerien, sondern das ist ganz wichtig bei uns, dass es eine Konstanz gibt durch Galerien, dass die gleichen Preise im zeitgenössischen Markt angeboten werden, sondern da ist einfach mehr, dass erstmal eine Interaktion stattfindet, dass man noch ein bisschen mehr geben kann, dass es halt nicht diese Reduktion ist auf, das ist das Werk und das ist der Preis und am Ende hat man noch einen Online-Shop, wo man nur noch auf Kaufen klicken muss und das war dann der Teil der Interaktion, sondern dass man halt die Möglichkeit hat, auch ein bisschen mehr zu den Kunstwerken und den Künstlern und Künstlerinnen zu erzählen und das ist so ein bisschen der Hintergrund für uns, warum wir jetzt keine Preise online stellen, aber grundsätzlich ist die Transparenz
gut und unterstützenswert. Also, dass möglichst viele Leute Zugang zu den Informationen haben und auch Zugang zum Markt haben und das halt nicht mehr, oder das mehr letztlich mal in Klammern, aber nicht elitär ist oder nicht den Punkt hat, wo nur gewisse Leute Zugang haben oder so gewisse Leute sich vielleicht auch überhaupt trauen, also wie in der Galerie überhaupt trauen, erst und sagen, ich finde das ja ganz spannend, aber ich kann nicht einschätzen, was das kostet, das frage ich lieber gar nicht erst, sondern dass man da möglichst transparent und offen ist. Ja. Was ich in dem Zuge sehr, sehr oft von Galerien höre, ist auch dieser Dialog mit den eigenen Künstlern, die man repräsentiert, dass ein einzelner Künstler vielleicht jetzt sagt, okay, ich möchte das nicht, dass meine Preise gezeigt werden, ich möchte nicht, dass ihr das direkt verkauft. Wie vereint ihr das oder habt ihr auch solche Dialoge mit euren Künstlern und wie formt das eure Strategie auch im Online-Bereich, wenn ihr mit euren Künstlern darüber sprecht? Transparenz, ja, nein oder... Wie werden die repräsentiert? Also wir haben beides. Also wir haben auch Künstler, die wollen überhaupt keine Preise im Netz haben. Wir haben Künstlerinnen und Künstler, die nur Preis, was wir machen, ist eine Preisrange anzugeben, damit man einfach was sieht, der Sammler oder die Sammlerin was sieht und es gefällt ihm. Und dann aber einmal abschätzen kann, ob das überhaupt in der Preiskategorie ist, die man sich leisten kann. Da ist es, und ich habe Künstlerinnen, die sagen so, now, please, exakter Preis, ich fahre das mit meinen anderen Galerien so, also da ist die Bandbreite der verschiedenen Strategien von Künstlerin zu Künstler unterschiedlich, würde ich sagen. Ist bei uns genauso, ja. Also wir auch, dass das Gespräch mit den Künstlern dann ganz wichtig ist. Es ist wie mit allen anderen Sachen ja auch. Also wenn ich eine Ausstellung plane, sage ich ja auch nicht, wir wollen die Bilder haben und den Rest entscheiden wir, sondern das ist auch eine gewisse Interaktion und Konversation mit den Künstlern. Und am Ende ist es bei den Preisen ganz genauso, ja. Und wir haben auch Künstler, die es nicht möchten, andere, die sagen, es ist ihnen egal, also ganz unterschiedlich, ja. Ja, sehr, 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 sehr spannend auch zu hören, wie Künstler letztlich auch irgendwo die Galeriestrategie mitformen und das nicht einfach nur so Top-Down-Approach ist. Eine Galerie sagt, okay, wir machen das jetzt so, sondern dass auch die Künstler dabei ihre eigenen Vorstellungen haben und die Galeriestrategie mitformen. Abschließend würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen in die Zukunft blicken. Welche Chancen und Möglichkeiten seht ihr zukünftig noch im Online-Bereich, was das Sammeln betrifft, was das Verkaufen betrifft, von verschiedener Seite? Also ich denke, in einer gewissen Art und Weise ist inzwischen immer mehr die Erwartungshaltung, dass einfach möglichst viel Inhalt online angeboten wird und ich glaube, viele Galerien versuchen das auch. Ist natürlich auch einfach irgendwann eine Frage, wie viele Mitarbeiter hat man, braucht man Mitarbeiter explizit, die möglichst viel Content online stellen und produzieren. In einer gewissen Art und Weise ist das was die Basics inzwischen und das, was ich immer mal wieder so angesprochen habe, ist für uns sicherlich das, was wir am meisten verfolgen, ist, dass wir halt den in einer gewissen Art und Weise eine Art hybriden Raum haben, wo Ausstellungen, Interaktion möglich ist, sowohl digital als auch in der Galerie vor Ort. Und das geht mit Künstlergesprächen, virtuellen Touren, Videotouren los. Das ist sicherlich auch ganz spannend, was im Bereich Augmented Reality dann irgendwann mal möglich ist. Also im Moment ist das jetzt für unser Gefühl noch zu sehr digitaler Raum und die Kunst wirkt da ganz anders, wenn ich über eine digitale Messe laufe, wo quasi dann Squares auf den Wänden sind, wo die entsprechenden JPEG-Dateien dann eingefügt werden und die Bilder zu sehen sind. Das aus unserer Sicht muss noch ein bisschen realer werden in einer gewissen Art und Weise. Aber ich glaube, die Erfahrung, dass man in einer gewissen Art und Weise nicht so angewiesen ist, in der Stadt oder in der Nähe der Ausstellung zu sein oder der Messe, wird sicherlich immer mehr der Fall sein. Und das ist für uns auch ganz, ganz spannend, da zu gucken, ab wann ist der Punkt, wo das so gut digital dargestellt werden kann, dass es dann auch Sinn macht, die Kunst zu zeigen, dass es nicht zu sehr verfälscht. Das ist ja auch so ein bisschen die Gefahr, auch bei Fotografie oder anderen Sachen, dass eine Arbeit ganz anders wirkt, wenn sie fotografiert ist und in einer gewissen Weise man aufpassen muss, dass dann der Effekt, den die Werke haben, der auch ganz oft visuell einfach nur mal ist, dann online gar nicht dargestellt werden kann und dann am Ende eine ganz entgegengesetzte Wirkung hat als die man eigentlich umsetzen möchte. Ja.
Ich glaube halt, dass noch, also wenn wir über diesen virtuellen Raum sprechen, die Technologie gibt es schon, aber die ist halt für eine, also die ist noch zu teuer, um sie wirklich ins tägliche Leben einzubetten, im täglichen Arbeitsrhythmus oder so. Und das, was man jetzt bekommt, das ist so, das muss ich auch dir recht geben, das ist noch unbefriedigend. Ja. Was es an virtuellen Galerien, Showrooms am Markt gibt, da kommen dann Arbeiten, wirken. Also ich habe es mit einer portugiesischen Firma mal ausprobiert. Die haben das halt so als Trial, und ich war dann leider, musste dann einfach sagen, so sorry, es ist alles super gut, aber es funktioniert noch nicht. Also es ist halt, Kunst ist halt für mich ein physisches, emotionales Erlebnis. Ja. Und das darf man sich einfach nicht kaputt machen lassen. Bin ich da absolut d'accord, ja. Es ist, ich denke, es ist immer die Kombination. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwann sozusagen alle nur noch zu Hause sitzen und alles digital abläuft. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber so ein bisschen wie, was weiß ich, in den Mid-90er Jahren Websites wahrscheinlich weit davon entfernt sind, wie sie heute aussehen, und die meisten Leute da auch vielleicht viele sich nicht vorstellen konnten, wie soll das sozusagen den Besuch in der Galerie oder überhaupt die Darstellung von Kunst ersetzen, und da dann relativ viel passiert. Und so glaube ich, dass das Ganze quasi aus dem 2D ins 3D gebracht wird, in vielleicht 5 bis 10 Jahren dann deutlich weiter ist und das dann halt noch ein Standbein ist. Aber das größte Standbein wird sicherlich, oder aus meiner Sicht für uns immer dann schon das Erleben im Echten sein, beziehungsweise wenn Online-Anfragen kommen oder Online-Leute Kunst erfahren, ganz oft auch unsere Erfahrung ist, dass es Leute sind, die Arbeiten schon kennen, schon mal gesehen haben im echten Leben, und dann ist es natürlich viel leichter, dann auch online sich eine Vorstellung zu machen, wenn man nur ein Foto sieht. Ja, so, das wäre es soweit zu unserem Artsy-Talk zur Zukunft des Online-Sammelns. Jeder von den Zuschauern hier und generell auch online kann ich nur herzlich einladen, nochmal auf Artsy zu gehen. Die meisten Galerien haben dort ihre Messestände nochmal im virtuellen bzw. im Online-Bereich gezeigt, wer Interesse daran hat. Und vielen Dank natürlich auch an dich, Daniel und Michael, für den Talk. Und ja. Danke für die Einladung. Ja, danke für die Einladung, genau. Da wir noch ein paar Minuten haben, würden wir es auf jeden Fall noch mal kurz an die Runde geben, falls jemand noch Fragen hat, an die beiden Gäste. Also ich habe jetzt eine Frage zu dieser allgemeinen Entwicklung mit dem Boom. Okay, gut. Hallo? Ja. Also ich habe eine Frage jetzt zur Entwicklung mit dem Online-Boom von den Online-Galerien, ja. Das ist ja jetzt ein Novum, und vorher war das eher in Hand der normalen Galerien. Wie ist da jetzt sozusagen der Konkurrenzgedanke? Also ist da jetzt eine Competition am Laufen oder sieht man sich unabhängig? Oder was ist da eure Meinung zu dem Thema? Ich weiß nicht, reine Online-Galerien sind halt wirklich nur Flipping-Marktplätze, finde ich. Wir sind halt einfach, wie gesagt, wir sind kein Handelsunternehmen. Ich sehe das halt einfach in meiner Erfahrung und möchte das auch weiter so führen in unserer Galerie, dass wir einfach ein Gesamtpaket den Kunden und den Sammlerinnen anbieten. Es gibt einige Marketplaces, die nur online, also Galerien, die online sind. Da finde ich halt, das ist halt dann eher sehr in der, wie soll man sagen, sehr in der poppigen, illustrativen Kunst, das easy ist, also wo es jetzt eher in die Richtung Dekoration für mich geht.
Also wo es dann auch wirklich, also ich habe Freunde auch, die sammeln halt sowas, denen gefällt es, das kostet halt der Print irgendwie 300 Euro und sie sagen, okay, wenn es mir jetzt in 3 Jahren nicht mehr gefällt, dann schmeiße ich ihn halt weg und hänge da halt was anderes hin. Das ist halt eine ganz andere Herangehensweise zur Kunst, die wir als doch schon ältere Galerie nicht verfolgen wollen. Vielleicht kann ich da auch noch mal kurz 1-2 Worte dazu sagen. Ich betreue auch Galerien, die ausschließlich online sind. Und viele machen das auch einfach aus dem Grund heraus. Also die haben langfristig das Ziel, wirklich eine physische Galerie aufzubauen. Aber es ist halt unfassbar leicht geworden, online ein Profil bei Artsy zu machen, eine Website zu erstellen und Künstler zu repräsentieren. Die Möglichkeiten gab es vor 10 Jahren so überhaupt noch gar nicht. Und die meisten, mit denen ich von den Galerien spreche, haben auch wirklich das Ziel, langfristig wirklich eine Galerie aufzubauen und nicht in diesem Online-Bereich zu bleiben, sondern wirklich Künstler letztlich auch im physischen Raum zu repräsentieren, aber machen das so mehr oder weniger aus einer Chance heraus, die auch durch die Pandemie, glaube ich, verschnellert wurde. Und es gibt ja auch noch den Bereich digitale Kunst, wo dann die Offline-Präsentation sozusagen vielleicht gar nicht so entscheidend ist, weil das native Kunstwerk schon nicht für offline gedacht ist. Wobei ich da fairerweise zugeben muss, dass es für mich absolutes Neuland ist und ich da jetzt mir auch keine Aussage sozusagen zutraue. Vielleicht noch einen Punkt. Ich habe den Anfang Ihrer Frage nicht ganz verstanden, aber ich glaube, es war auch so die Frage, ob man im Konkurrenzdruck oder in Konkurrenz mit anderen Galerien steht, wenn man Online-Kunst zeigt. Erstmal also allgemein zwischen Online und Offline. Mhm. Ja. Und dann natürlich auch aus meiner Sicht beobachte ich gegenwärtig einfach auch, dass eine neue Zielgruppe akquiriert wird. Also auch gerade jetzt, was Kosten angeht, zwischen eher dann eher im Segment 50 bis 5.000 Euro, ja, wo plötzlich also Leute dann sagen, okay, das kann ich mir leisten. Ne, und da wird dadurch auch mehr Kunst online gepostet. Also wird es da eine Überschwemmung geben oder wie sieht da die Prognose aus? Ja, also zur Konkurrenz untereinander, ich glaube, es ist am Ende nicht anders, als wenn man auf einer Messe ist, wo auch an einem anderen Stand vielleicht ein gleicher Künstler gezeigt wird. Das ist online sozusagen sehr ähnlich. Deshalb sage ich auch an einem Punkt sozusagen der Unterhaltung, dass gerade im zeitgenössischen Bereich, gerade wenn man mit Künstlern direkt zusammenarbeitet, das ganz wichtig ist, dass dann alle Galerien die gleichen Preise anbieten, dass es da keine Unterschiede untereinander gibt und dass es einfach dass man zusammenarbeitet und nicht gegeneinander arbeitet. Und was das Preissegment angeht, also ich glaube, das ist auch wahrscheinlich eure Erfahrung. Es gibt sicherlich, oder ich würde es wahrscheinlich von mir jetzt erstmal anfangen, ich würde mich wahrscheinlich auch eher trauen, ein Kunstwerk in einem etwas niedrigpreisigen Bereich zu kaufen, wenn ich es noch nie gesehen habe oder den Künstler, die Künstlerin nicht kenne, als dann in einem sehr hochpreisigen Bereich. Und das ist sicherlich online der Fall. Ich glaube, es ist auch bei euch so die Erfahrung, dass es wahrscheinlich von der Anzahl an Werken, die verkauft werden, dann mehr in dem Bereich vielleicht um 5.000 Euro minus oder 10.000 Euro weniger mehr Transaktionen gibt als natürlich im höheren Bereich. Auf der anderen Seite bietet online sicherlich auch ganz vielen Leuten dann einen ganz anderen Zugang. Also online hat wahrscheinlich die Hemmschwelle, sich online erstmal zu informieren und Kunst zu sehen und in Anführungsstrichen Galerien zu besuchen, dann vielleicht etwas niedriger ist, als das offline zu machen. Und da ganz vielen Leuten, die vielleicht auch Anfang, Mitte 20 sind oder gerade nur einen bestimmten Bereich Kunst sagen, das würde ich gerne, ich würde gerne Kunst kaufen, aber ich bin noch neu oder ich habe noch ein gewisses Budget, dass online dann vielleicht etwas leichter ist. Weil die Hemmschwelle vielleicht etwas niedriger ist. Also da pflichte ich dir bei. Ich glaube halt, also ich merke das so, dass es so die Hemmschwelle 10K ist. Da geht's online ganz flott eigentlich. Guter Name, guter Preis. Dann geht's sowieso super schnell. Junge Kunst schwieriger. Und halt, ich merke halt wirklich, dass es so die Grenze bei 10.000 ist, dass dann es wirklich dann erst, da muss man dann wirklich diskutieren und auch physisch offline agieren. Da fängt es dann an, unseren Job ein bisschen kreativer zu machen, als einfach, yes, ich schick's dir, bitte, hier ist die Rechnung, überweise, ich schick's dir in der Rolle.
war, glaube ich, so das, was mich am meisten geschockt hat in der Pandemie, was die Direktverkäufe betrifft. Allgemein gesehen ja, also umso niedriger der Preis, umso niedriger die Hemmschwelle, würde ich sagen. Aber ich glaube, gerade so während der Pandemie hatten wir einen Direktverkauf über Artsy von knapp $160,000. Und das sind so Sachen, die einen dann doch wirklich immer auch teilweise schockieren, dass es Sammler gibt, die im Online-Bereich mal locker ein Werk in so einem Segment einfach kaufen würden. Aber generell, ja, stimme ich euch da beiden auf jeden Fall zu. Ja, bei mir war, also mein höchstes war 65.000 von einem Ero, isländischer Künstler. Die Sammler die wussten genau und die wollten genau dieses Werk und haben das einfach, die kannten den Künstler, die kannten die Werke und die wussten einfach, okay, das ist es, wir wollen das haben. Ich war selbst überrascht, wie sie es nach der dritten E-Mail gesagt haben, yes, we take it, could you prepare the shipping? Das war dann schon schön, mal zu sehen, dass das auch funktioniert. Aber ich glaube halt, dass das dann nur funktioniert, wenn die Sammler oder die Sammlerin einfach wirklich schon informiert ist und es dann einfach um das eine Werk geht. Gut, oder? Ja, super, ja. Danke. Ja, hallo. Ich habe den Titel falsch verstanden, muss ich zugeben. Und zwar hatte ich irgendwie auch gedacht, es geht hier um den neuen Trend von NFT und wollte mich da jetzt erkundigen, ob Galerien sowas auch verkaufen. Also es gibt schon Galerien, die das verkaufen. Für uns ist das komplettes Neuland, muss ich sagen. Auch ein bisschen schwierig zu handhaben und zu verstehen. Also ich bin jetzt 39 und ich verstehe den Hype überhaupt nicht. Und ich kann mir das mir persönlich nicht vorstellen, mir ein NFT zu kaufen. Aber es ist im Kommen. Es ist halt, eine ganz neue Generation, die halt mit Kryptowährungen schon aufgewachsen sind und wahrscheinlich auch eine Menge Kohle damit gemacht haben. Also ich sehe das bei Kollegen, die da ein bisschen drin arbeiten, das sind halt wirklich alles Jungmanager, die einfach mit Bitcoin, Ether oder wie die ganzen heißen, einfach Kohle gemacht haben und das auch verstehen, dass sie sich ein digitales Kunstwerk kaufen. Ich bin da noch, glaube ich, aus der älteren Generation oder habe ein anderes Kunstverständnis, aber es wird in den nächsten Jahren wirklich, glaube ich, schon so werden, dass das einfach ein weiterer Standbein oder weitere Art von Kunst einfach sich etablieren wird. Ja. Jetzt bin ich der Meinung, dass der Markt ein bisschen überhitzt ist, speziell für die Qualität teilweise. Also, aber da wirst du wahrscheinlich wesentlich mehr wissen als wir. Weil ja, also prinzipiell bei Artsy ist es ja so, wir arbeiten mit den Galerien zusammen und sind in dem Sinne auch natürlich davon abhängig, was die Galerien vorhaben und planen. Also ich weiß von oben zum Beispiel die König-Galerie in Berlin, die sind ja auch Artsy-Partner, die arbeiten jetzt an einem eigenen NFT-Marktplatz und ich glaube im gleichen Atemzug, umso weiter sich das entwickelt und umso mehr Galerien wirklich in diese Richtung gehen, umso mehr wird auch Artsy, glaube ich, sich dahin mitbewegen, aber ja, derzeit sind wir noch kein NFT-Marktplatz für Kunst. Ja, und von meiner Seite so, ich traue mir da, also ich habe auch keinen Background und ich glaube am Ende ist es, wie es auch jetzt Galerien gibt, die sich auf bestimmte Sparten oder bestimmte Kunst spezialisieren, also es gibt ja Galerien, die speziell auf Arbeiten auf Papier zum Beispiel fokussieren, wird sicherlich, glaube ich, wenige Galerien geben, wo einfach oder nur die großen Galerien geben, die sagen, wir machen alles. Bei uns gibt es sozusagen, wir bieten ein sehr großes, breites Spektrum ab. Aber es wird sicherlich viele Galerien geben, die sich speziell auf NFTs spezialisieren. Ich kann mir auch durchaus vorstellen irgendwann, dass Leute damit leben, auch wenn es jetzt mir persönlich schwerfällt. Ich glaube am Ende, was mir schwerfällt, mir vorzustellen, ist, dass jemand quasi einen Ordner auf dem Computer hat und da sind die Dateien drin und das war's dann. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann in einer gewissen Art und Weise Möglichkeiten gibt, digitale Kunst damit zu leben, dass die irgendwie visuell sichtbar ist. Also und zwar nicht im Sinne, dass ich einen Fernseher ständig eingeschaltet habe, sondern dass man in einer gewissen Art und Weise digital ist, quasi Hybridräume gibt,
Hologramme oder was weiß ich, was die, wo man gewisserweise was Digitales real darstellen kann. Was für uns so ein bisschen, wo ich dir auch total beipflichte, ist, dass es ein bisschen gehyptes und viel genutztes Wort ist, aber was die Schwierigkeit, die wir haben und das, was wir durchaus manchmal Situationen hatten, wir hatten Videoarbeiten gezeigt und wir haben Leute, die sagen, ja, wenn das ein NFT wäre, würde ich es kaufen, aber als Videokunst kaufe ich es nicht. Und das ist dann in einer gewissen Art und Weise dann nur der Hinter, oder aus unserer Sicht, aus unserem Gefühl halt so ein bisschen, wenn NFT draufsteht, dann ist es gut und wenn nicht, dann ist es nicht gut oder dann ist es sehr, sehr viel Investment oder sehr viel, ich höre das im Moment überall, die Preise sind irre in einer gewissen Art und Weise. Ja, und dann will ich da auch irgendwie investieren. Und ich glaube, im Moment ist das einfach noch ein ganz großes Experimentierfeld, wo ganz viel erstmal ausprobiert wird. Also wenn LeBron James dank den als ein Video, das quasi überall im Internet zu finden ist, aber dann halt eine Datei als NFT gemintet wird und dann sozusagen was Besonderes ist, dann fällt mir das schwer, da den Zugang zu haben. Wenn aber quasi Kunstwerke erstmal so entstanden sind, von vornherein als Idee dahinter, dass sie halt nur einmal digital als Original bestehen, kann ich mir das schon vorstellen, genauso wie es ja das Original von Gemälden im Museum hängt, aber es dann wahnsinnig viele Poster und Drucke gibt von dem gleichen Bild, was dann aber halt nicht das Original ist. Und so ein bisschen ist es sicherlich im digitalen Raum auch, dass man halt das eine Original hat und die anderen und viele andere Kopien davon, es halt nur ein bisschen schwieriger ist, dann auseinanderzuhalten oder dann quasi nur technisch auseinanderzuhalten ist, was das eine und was das andere ist. Ja. Ich finde halt einerseits diesen demokratischen Ansatz von NFTs eigentlich ganz spannend, weil du kaufst ja eigentlich nur die Datei, aber das Kunstwerk selbst ist für jeden zugänglich. Ich sehe es halt dann aber leider, gibt es die Schattenseite einfach auch so mit den ganzen Kryptowährungen und was da an Strom und CO2 produziert wird oder gebraucht wird und dadurch CO2 produziert wird, finde ich dann halt wieder sehr schwierig. Also man hat jetzt schon rausbekommen, dass einfach Bitcoins zu schürfen einfach so einen Energiebedarf hat, dass es eigentlich fast nicht mehr erstrebenswert ist, eigentlich ein Schürfer zu sein. Was früher das doch schon ein einträgliches Geschäft war. Ja. Und halt NFTs halt, ich bin halt dann noch die alte Schule und ich will meins. aber ich finde es halt spannend, dass man einfach wirklich diesen demokratischen Ansatz dieser Idee, finde ich ganz cool eigentlich. Und was die Umwelt angeht, was ich so meinte mit dem Experimentierfeld, ist, gibt, glaube ich, auch schon Ansätze mit Proof of Stake und Proof of Work, wo die deutlich energiesparender sind. Von daher ist es ganz spannend, das erstmal quasi als große Spielwiese zu sehen und dass irgendwas davon dann hängen bleibt, das glaube ich auch schon. Dafür ist es in einer gewissen Art und Weise zu weit. Aber ich glaube, es ist ganz schwer, jetzt zu beurteilen, was das dann am Ende sein wird. Ja, so ein bisschen. Unabhängig davon ist es für mich jetzt zumindest im Moment auch sehr schwer vorstellbar, dass ich ein nur digital, das oder meine Frau und ich, wenn wir sagen, das Kunstwerk würden wir gerne zu Hause haben oder das würden wir gerne selbst besitzen, dann sind das, mal blöd gesagt, Offline-Kunstwerke so, oder traditionelle Kunst, da habe ich auch den persönlichen Zugang dann mehr zu. Ja, aber die Generation, die jetzt gerade geboren wird und dann vielleicht in 20 Jahren das ganz normal findet, dann wird sicherlich den Bereich geben. Ich glaube nicht, dass wir 20 Jahre brauchen. Aber dass die Leute, die ja, Kinder, ja, die jetzt geboren werden, dann in 20 Jahren das ganz normal finden, ja. Okay, dann auch nochmal vielen Dank an die Fragen aus dem Publikum in dem Sinne. Schließe ich den Nazi-Talk und ja, wünsche euch noch eine spannende Art Cologne. Danke. Dankeschön.